Paul Tillich traf mit seinen Büchern und Predigten, genau wie mit seinen Kommentaren zur menschlichen Existenz, zum Glauben und Zweifeln, zum Gottesbild und zu den ethischen Fragen seiner Epoche im Amerika und Europa der Nachkriegsjahre den Nerv der Zeit. Bis heute haben seine Werke nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt. Tillich Online bietet erstmals elektronischen Zugriff auf sämtliche Werke von Tillich, auf Deutsch und Englisch. Der in Deutschland geborene Theologe und Philosoph wanderte 1933 in die USA aus, nachdem er zu Beginn des Nazi-Regimes seine Professur an der Universität Frankfurt verloren hatte. Der Theologe Reinhold Niebuhr holte ihn an das Union Theological Seminary in New York, wo Tillich bis zur Emeritierung im Jahr 1955 lehrte. Die auf seinen Vorlesungen beruhenden Publikationen, insbesondere die Systematische Theologie und Der Mut zum Sein, machten ihn bekannt. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Politik und Öffentlichkeit. Tillich ging an die Universität Harvard und an die Universität Chicago. Bis zu seinem Tod 1965 veröffentlichte er weiterhin zahlreiche Werke. Tillich Online enthält zunächst die gesammelten Werke sowie die Ergänzungs- und Nachlassbände. Die Originalinhalte in englischer Sprache sowie englische Übersetzungen seiner deutschen Werke werden jährlich ergänzt, bis die Datenbank vollständig ist.